Konnichiwa! Leute, willkommen zum neuen Video. Wir haben heute das Thema Ninja Go. Ne, ich kann mich jetzt natürlich nicht so schnell drehen hier, aber ich habe hier nämlich zwei Tüten Ninja Go. Und der erscheint ja am 20.09. in den Kinos. Und heute gibt es nämlich das Unpacking hier. Ja, dann beginnen wir nämlich mit dem Unpacking. Dann öffnen wir nämlich die erste Tüte und ihr könnt hier nochmal sehen, wie sie aussehen. Ninja Go, hier ein bisschen hier die ganzen Figuren drauf und hinten halt eine schwarze Tüte halt, ne? So wie es aussieht normalerweise. Und wir machen jetzt auf, da steht nochmal drauf, 20 zu sammeln und Limited Edition. Also ne, hier steht das hier drauf, 20 Stück zu sammeln, ab 5 Jahre und mit der Nummer 71019. Gut, dann machen wir die jetzt auf. Und dann gucken wir mal, was da drin ist. Okay, die erste Figur ist eine. Oh, oh, das sieht aus wie Gamadon. Und ist es Gamadon? Wollen wir das wissen? Ist es Gamadon? Oh ja, es ist Gamadon. Oh ja, es ist Gamadon. Könnt ihr hier nochmal sehen? Und hier ist nochmal, alles zu sehen, welche Figuren es zu sammeln gibt. Ja, auf jeden Fall wird sich da wohl mein Sohn freuen, der liebt ja Gamadon, ist ja halt der Bösewicht, ist Lloyds Vater. Und wir bauen ihn mal schnell auf und gucken, wie der aussieht. So, da haben wir jetzt ihn aufgebaut. Das ging ja ganz fix, so gesehen. Ich musste mal kurz gucken, wie der Stiel darauf kommt. Und fällt ja schon alles wieder auseinander. Ja, da haben wir jetzt halt den Lord Gamadon. Den könnt ihr hier so sehen. Das ist Lord Gamadon. Und ja, so sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Sieht aus wie der Lord Gamadon. Könnt ihr nochmal hier sehen. So gedreht. So ein bisschen blöd mit diesem Winkel, aber auf jeden Fall, so sieht der Lord Gamadon aus. Zur Info, die Figuren kosten 3,99 €. Die bekommt ihr in jedem Spielwarengeschäft oder im Lego-Laden. Ich habe die gekauft beim Rossmann und da gab es die dann halt jetzt seit, ich glaube, wir hatten da den 12.09. Also schnell hingehen, welche holen. 20 Stück limitierte Edition. So, da kommen wir zum zweiten Päckchen und dann ist das auch wieder hier zu Ende. Und dann machen wir das zweite Päckchen auf. Und dann gucken wir mal, was da drin ist. Huh, so. Und in dem zweiten Päckchen ist drin. Oh. Da war sie leer. Und das sieht wohl so aus wie ein Mädel. Also ein Mädel. Das ist dann halt. Die hier ist da drin. Und dann bauen wir sie jetzt mal auf, ne? So, da könnt ihr sie jetzt sehen. Da ist das Mädel. So. Da ist das Mädel und das zeige ich euch jetzt nochmal in der Ansicht. Also, hier seht ihr nochmal mit der Tasche halt so ein grünes Kostümchen. Dann hier noch orange Haare. Ich habe keinen Plan, wer das hier sein soll. Aber auf jeden Fall, die war da mit drin. Und ja, also ich muss sagen, mit Gamadon habe ich natürlich einen Glücksgriff gemacht. Hier sind nochmal die Figuren, Gamadon und die, keine Ahnung, das ist ja genauso wie aus den Batman-Filmen. Manche kennt man nicht und manche kennt man halt. Das ist wirklich so, wäre es natürlich Sensei Wu gewesen und die anderen. Ich weiß gar nicht, ob die da jetzt dabei sind. Also, man kann Lloyd bekommen, Sensei Wu, Kai, Mia, Zane. Also man kann schon alle bekommen, aber die anderen, keine Ahnung. Ah, das ist ja geil. Guck mal, da könnt ihr sogar dieses Einhorn bekommen. Sieht ja ganz witzig aus. Und ist das hier Dings? Ich dachte jetzt gerade, das wäre Captain Jack Sparrow, aber nein. Ist ja ein anderer. Ja, sieht ganz witzig aus auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, wie der Film ist. Ich werde auf jeden Fall da reingehen mit meinem Sohn. Ja, man kann mal sie angucken. Ich denke mal nicht, dass er so stark wird wie die anderen beiden. Also Lego The Movie und Batman The Movie, das war ja schon tolle Filme. Muss ich ganz ehrlich sagen, da müsst ihr echt reingucken. Also ist von mir auf jeden Fall ein Filmtipp. Und ja, das war's gewesen. 3,99 € kosten halt diese
diese Tüten. Und ja, viel Spaß beim Sammeln, sage ich mal, bei euch Leute, die sich das kaufen werden. Oder die Lego-Freunden. Und guckt meine anderen Videos an. Guckt beim Phantomas dabei vorbei. Und natürlich bei die Filmblogger. Vergesst nicht die Week-Challenge, die läuft ja noch. Schaffen wir in 7 Tagen die 100 Abos, dann gibt es fette Preise. Videocams und mal gucken, Unboxings, Funko Pops, ihr wisst Bescheid. Und vergesst nicht, diesem Video ein Like zu geben, ein Dislike, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Vergesst nicht zu kommentieren und zu abonnieren, dann wisst ihr Bescheid, Leute. Bis dann und ciao und hojo, bam!